Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scam. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, gestern eine kleine, ja, wie soll man das sagen, extra Spezialfolge, die wir aufgenommen haben. Leider habe ich trotteligerweise während der Folge aus Versehen irgendwie und irgendwann und warum auch immer die Aufnahme beendet und dann neu gestartet. Also sind es 2 Videos geworden. Ich habe das Ganze zusammengeschnitten und gerendert, aber die Qualität war so unter aller Sau, dass ich sie dann in 2 Schnipseln hochgeladen habe. Also einmal die Folge 1 von 2 und einmal die Folge 2 von 2. Und ja, das haben wir die meisten so entdeckt. Und ja, haben auch dementsprechend ihre Kommentare dagelassen. Ja, jetzt habe ich gelesen gerade die Kommentare. Ich war ja gestern auf der Arbeit, war wieder die Hölle los, sage ich euch. Das mit dem Coronavirus ist momentan einfach nicht zu tragen. Es ist unerträglich auf der Arbeit dadurch. Und ja, habe leider wenig Zeit gehabt. Aber ich habe dann abends noch mal ein bisschen im Bett gelegen. Also die Zeit, die ich durfte oder konnte. Und habe ein paar Kommentare gelesen und habe gelesen, dass viele das sehr lustig fanden, dieses übertriebene M82-Auto-Event und ja, einige das auch gar nicht so gut fanden. Natürlich war das eine ganz spontane Entscheidung, dass ich da zig M82 raushau und 1 Milliarde Zombies spawn. Das war einfach nur, ja, mir fiel nichts anderes ein in dem Moment. Denn wir wollten ja eigentlich ein Derby machen mit den Autos und wir haben gemerkt, wir können uns rammen, wie wir Bock haben und es passiert einfach überhaupt nichts. Die sind wie Flummibälle zusammengestoßen und haben sich vielleicht mal um ihre eigene Achse gedreht, ohne überhaupt irgendwie Damage zu bekommen. Also hätten wir 15, 18 Stunden Derby machen können, irgendwann wären wir an den Strohballen zerschellt und das wär's. Also ging's auf dem Airfield und ja, da habe ich dann improvisiert. Nicht gut improvisiert, ich gebe es zu, aber die M82 austeilen war, glaube ich, eine ganz gute Idee mit Munition, denn die schleppen die Leute hier nicht so mit rum. Die Autos, die wurden von den Mitspielern zum großen Teil, denke ich mal, verantwortungsbewusst vernichtet, so wie ich das gelesen habe. Und ja, dementsprechend sind wir wieder auf dem alten Stand. So, wie gesagt, sorry für die Leute, die die Folge jetzt nicht ganz so gefeiert haben. Es war wirklich sehr spontan entschieden und heute geht's wieder um unsere süßen, schnuckeligen, knackigen Steffi. Ne? Sie will ja ein spezielles Outfit sammeln. Ich habe schon gelesen, einige haben das rote Bandana oder wie das da heißt, diesen Schemack schon gefunden. Aber ich will ihn natürlich selber finden und brauche noch ein weißes Oberteil. Und dann sind wir hier die Steffi mit dem roten Halstuch. Die mit dem roten Halstuch. So, ich gehe jetzt auf den Server. Es war gerade, wo ich geguckt habe, 10 Uhr. Also relativ früh am Tage. Wir haben also schönstes Wetter hoffentlich mit Sonnenschein. Wir sind in der großen Stadt und die möchte ich heute so ein bisschen durchlooten. Eventuell vielleicht auch noch ein bisschen Munition, ein bisschen Waffen etc. Und mal schauen, was wir hier so zusammenbekommen. Mir wäre nur sicher, dass ich die Sachen, die ich jetzt hier habe, erstmal zwischenlager im Auto, damit wir hier nichts verbummeln. Ne? Also wie zum Beispiel die weiße Hose, das können wir behalten, das ist egal. Seife brauche ich eigentlich nicht, hier komm. Wir behalten das erstmal im Auto. Heute wird es gefährlich, weil wir sind ja mitten in der Stadt. Das M16 habe ich dabei, ohne, doch mit Scope, aber leider ohne Schalldämpfer. Und wir sind sehr laut so, ne? Gut, die Zwangslacke lassen wir noch an, ne? Die Zwangslacke, die lassen wir noch an. So, Karottensaft trinken, ja, wird aber kein Natrium haben, oder? Wie sieht es überhaupt aus mit meinem Stoffwechsel, bevor ich hier... Ja, Kilokalorien sind nicht ganz so doll. Karottensaft. Yum, yum. Ich hoffe, kein Natrium. Denn wir werden jetzt eine Natrium-Diät machen. Feuerfrei. Wow, der Sound. So, erstmal in der Garage gucken, was wir hier so finden. Nägel, Nägel, Nägel. Komm ab im Auto damit, wenn man sie schon sieht. Alles rein im Auto. Oh, ein Auto. Ab im Auto damit. Nein, Quatsch, mein Scherz. So, ein Kupferdraht, der noch keinen Sinn ergibt. Mal gucken, was wir daraus später bauen dürfen aus dem Kupferdraht. Da kommt Scheiß drauf. So, Steffi ist sehr schlecht ausgerüstet, außer dass sie natürlich ein M16 hat. Sie hat noch 8 Schuss, also 9 Schuss insgesamt. Wir haben noch ein bisschen davon. Okay, und 30 Schuss im Magazin. Plus Pistole. Ich hätte noch nicht rausgehen sollen. Das war noch nicht so klug. Und macht das Magazin mal ein bisschen voller. Die Pistole ist immerhin geschalldämpft. Schallgedämpft. Und das erste, die erste Amtshandlung ist, heute mal nach langer Zeit wieder in der Turnhalle looten zu gehen. Und da weiß ich gar nicht mehr, wo wir hin müssen. So, ich habe Angst, dass gleich die Kugel sofort angeflogen kommt. Da ist die Turnhalle. Ich bin mal so frei und schreibe direkt Huhu.
Hier wurde ich ja schon des Öfteren erschossen. Huhu. So. Ja, also, ich bin ja nicht so der Typ, der über Mediendinge redet, in Videos, ne, wenn was ist, was in den Medien gerade aktuell ist, aber der Coronavirus, der ist echt der Knaller. Also, ich habe in meinem Leben noch nie sowas Krasses erlebt. Moin, Steffi. Oh, guck mal, wie viele da sind. Also, sowas Krasses. Ach, das ist auch so eine Art Krankenhaus, ne? Guck mal hier, findest du auch direkt eine Hose? Sehr cool. Wir haben einen Admin, der verbraucht die Kleidung wie Hülle. In Hülle und Fülle. Und wie gesagt, dieser Coronavirus, ein Thema, was uns wirklich jetzt tatsächlich einfach eiskalt alle betrifft. Mich nicht jetzt besonders mehr, weil ich im Rettungsdienst arbeite, tatsächlich doch schon ein bisschen mehr. Ich habe tatsächlich schon Verdachtsfälle gefahren, die aber gar keine waren und sowas. Ne? Also, aber es ist halt ein super Mehraufwand. Guck mal, der blieb sogar liegen. Der Herr Pfleger. Guck mal, was er so dabei hat. Ist immer interessant. Und ja, es ist ultra, ultra anstrengend für Rettungsdienstler momentan, für Pflegepersonal, Taxifahrer. Meine Frau arbeitet ja im Supermarkt und ja, das ist echt krass. Die Schule ist geschlossen. Mein Sohn geht nicht mehr in die Schule. Also das habt ihr ja alle. Ne? Überall sind die Schulen geschlossen. Kinos sind zu. Bars wurden geschlossen. Alles, wo man jetzt hingehen kann oder will, ist einfach zu oder wird sogar fast schon untersagt zu tun. Wow, also das ist eine apokalyptische, echte Situation, die wir hier gerade erleben und ja, versuchen in den Griff zu bekommen. Aber das wird nicht so einfach, glaube ich. Und es wird noch so einiges passieren, glaube ich. So, jetzt verpulver ich meine schöne Munition, aber der wäre jetzt hingerannt gekommen. Wir haben jetzt Hu geschrieben. Ach, guck mal, zwei. Das sah aus wie ganz viele. So, einmal die Turnhalle. Wie gesagt, ich will das doofe rote Halstuch haben. Ah, ich wollte die weiße Hose auch wegbunkern, ehrlich gesagt. So, Turnhalle, ich bin drin. Einmal ganz kurz den Beobachtungsmodus aktiviert. Das Weiß habe ich gefunden. Ja, sehr gut. Boah. Alter, was ist mit der? Was ist denn mit der abgegangen, ey? Hab ich hier irgendwas getan? Scheiße, jetzt habe ich laut geballert. Wo kann man hinflüchten? Okay, der Zombie kommt nicht. Ich hatte Gott sei Dank noch eine Bandage. Wo? Der ist so laut. Gestern die Folge. Die war natürlich eine Admin-Folge, dementsprechend, also da war die Steffi mal am Wochenende. Alter, wo ist denn der? Der ist so laut. Alter, der ist so mega laut. Der wird mich gleich voll erwischen. Scope? Quatsch, Scope gleich schon. Also ich will den irgendwie leiser schalten. Nee, ich glaube Instant Haferbrei wird wieder Natrium beinhalten, oder? Ach, ich bin mir nicht... Das müsste da gekennzeichnet sein. Ich glaube, wir werden hier richtig geilen Loot finden. Ich muss den irgendwie deaktivieren, diesen Herr Zombie. Der ist nämlich extrem heftig laut. Was ist mit dem? Da. Oh, Tim. Scheiße. Hier ist keiner. Oh Gott. Lad doch nach, die lässt sich ja ewig Zeit. Scheiße, weg hier. Wäre schön, wenn wir einen Schalldämpfer finden würden. Oder ich baue mir einen, weil das geht gar nicht. Ey, das ist viel zu laut. Wenn jetzt einer in der Innenstadt ist, der weiß ganz genau, wo ich bin. Also, mehr kann man gar nicht wissen, wo ich bin. Und wie gesagt, das Ziel ist ja eigentlich heute, die Steffi einzukleiden in ihren jetzt richtigen Outfit. Ich nehme mal noch ein Magazin mit, auch wenn da gerade schon eins war. Da war wieder eins.
Nein, das ist nicht das, was ich brauche. Mann, warum finden wir denn so viel 45er, ey? Dann will ich wenigstens auch mal die Desert Eagle Flashlight. Ah, ich hätte gerne mal wieder eine Desert Eagle, aber die hat immer so wenig Schuss nur. So, ich hoffe, wir werden nicht überrascht, weil das war jetzt wirklich nicht leise, was wir hier veranstaltet haben. Habe ich eine Bauchtasche um? Ich habe keine Bauchtasche um. Interessant. Ja, da ist immer noch keine Bauchtasche mehr drin. So, eine Hunter. Salz? Nein, das will ich jetzt nicht haben. Oh, komm. Also ich habe da mit Sicherheit zu Hause noch eine Glock, oder? Bup, bup. Das ist sehr gut, dass sie urinieren muss. Dann werden wir wenigstens was los. Da unten, den habe ich dann noch gar nicht, oder? Oha. Was war das denn jetzt? Okay, doch, den haben wir schon. Wir machen mal hier Pipi in der Ecke. Das sieht keiner. Eckenpipi-Macherin. So. Ah, guck mal, meine HP, die ist durchs Pipi-Machen verbessert worden. Ich bin von 58 auf 66 gesprungen. Sehr sweet. So, Natrium. Naja. Das wird eine strenge Diät werden, Leute. Eine ganz strenge. Oh, das ist schön. Und schon wieder ein weißes. Wisst ihr was? Das weiße lasse ich liegen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich versuche mal ein bisschen in Deckung zu bleiben. Eine AK. Oh, die Engraved. Geil. Das ist auch die. Ja, das ist die schöne. Das geht, glaube ich, nicht, ne? Ohne Aufsatz. So. Naja. Was man hat, hat man, ne? Oh, die will ich auch haben. Ja, Himmel, Herrgott, Kruzifixal. Ich lieg weg hier. Ich habe noch, glaube ich, eine. Das ist einfach gegen Zombies 100 mal besser. Nein, lad richtig fertig. Auspacken. Also das Ziel dieser Folge ist tatsächlich, die zukünftige Kleidung für Steffi zusammenzustellen. Aber das kann man natürlich nur grob versuchen, ne? Das ist das Problem. Passt das da drauf? Also ich bin jetzt schon wieder so hammer. Ich bin in den letzten Folgen sowieso immer allgemein hammerlaut. Ach, der ist da drin, okay. Was ist besser? Ballern? Ballern oder den Zombie-Krach machen zu lassen, das ist auch noch so ein bisschen Zwiespalt, ne? Okay, bei mir ist aktuell 11 Uhr, Neustadt wird mich nicht treffen. Aber hier ist echt Bombenloot drin, würde ich sagen, ne? Die SWD, super selten geworden, wurde mir schon gesagt. Ah, guck mal, das ist schön. Na, ist der nächste schon wieder kommt der nächste schon wieder angedackelt. Das ist auch schön. Rein damit. Rein in die Steffi. Ich kann auch laufen dabei, ich weiß, aber für meine Pump-Action behalten. Ich gehe davon aus, dass wir einen weißen Pullover oder sowas finden werden, ne? In dieser Folge. Ich wüsste, was die behalten wir jetzt. Diesmal behalten wir die Feldflasche. Die tut halt so viel Platz verschwenden. Die tut das. War ich schon überall dran. Alzheimer.
ich mal mit. Sicher ist sicher. Weißes, alles was weiß ist, ist gut jetzt. Aber dafür wird es immer sehr, sehr schmutzig werden. Ne? Du musst dann sehr viel waschen. Nein. Ach komm, Pistole habe ich. Geht das auch nochmal? Nee, ne? Gut. Ist gekauft. So eine große Halle hier zu looten ist echt krass, ne? Also, da kann jederzeit ein Spieler oder ein Zombie reinkarzen und dann hast du die Arschkarte. Na, das war ja schon weiß, ne? Aber das ist nicht das, was ich meine. Weiß mit roten Streifen. Das würde eigentlich sogar fast passen. Okay, komm. Das gönnen wir uns doch heute einmal. Das macht jetzt schon wieder ordentlich Krach, ey. Das ist echt doof. Hä? So. Aber ein weißes T-Shirt wollte ich ja eigentlich nicht anhaben. Das war nicht der Plan. Okay. Findest du so viel Wasser? Was brauchst du auch noch? Ärgerlich. 1307 Natrium. Mann, Mann. Wo ist denn jetzt die Schrotflinte hin? Na. Kapuzen wird sie nie tragen. Pumpkin. Noch einer. Nein, eins reicht. Wir wollen nicht übertreiben. Eine Nuss. Die hat kein Natrium. Garantiert nicht. Die isst ja auch mit Schale, ne? Gut. Mein Gott, Zombies, ey. Nein, ich habe mich nur gefreut, da war was Weißes zu sehen, aber das war wieder nur eine Unterhose. Oh, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ein seltener Fund. Also für mich persönlich. Na. Painkiller-Pilz. Können wir mal eine reinschrauben? Nimmst du wieder zwei? Nee, sind nur eine. So, und dann haben wir das hier, glaube ich, durch. Ich wechsle mal auf die hier. Obwohl. Ich glaube, der ist auf dem Dach, ne? Kann das sein? Ich sag mal zur Polizei. Diese blöden Zombies. Okay. Jetzt habe ich meine schöne Sniperwaffe liegen lassen, aber das. K98 als Sniper mit dem Scope taucht nichts, ne? Also das ist jetzt, also man kann schon snipen mit dem Ding, aber es ist halt nicht das Nonplusultra. Da ist wirklich mit einem anderen Aufsatz besser. Ich will jetzt nicht rennen. Naja, ich habe jetzt die Taschen so voll wieder, ne? Die Autos lasse ich mal zufrieden. Hier raschelt's in den Bäumen. Und das ist der Supermarkt, genauso wie bei Corona, leer. Toilettenpapier, Mehl, alles, was du in deinem täglichen Bedarf brauchst, kannst nicht mehr kaufen. Diese spacken Menschen kaufen dir das vor deiner Nase weg und du kannst nichts mehr selber kaufen. Ich komme von der Arbeit und habe während der Arbeitszeit ja keine Zeit, einkaufen zu gehen oder sowas. Und ja, da hast du die Arschkarte, ne? Die Affenmenschen, die holen sich dann ihren ganzen, den ganzen Markt leer kaufen. Und du kriegst nicht das, was du brauchst. Ich habe kein Brot gekriegt für die Arbeit. Baust aber, das ist auch mal was. Man selten findet, ne? Ah, das ist ein schönes Messer, das nehmen wir jetzt. Nein. Im Stiefel passt es nicht rein. Ach so. Was war das? STRG und Mausrad. Zack. So. Wir haben es geschafft. Wir haben gedreht. Erfolgreich gedreht. Box of Nails und eine Patientenhose liegt hier rum. Warum auch immer. Patientenhose in der Polizei.
Was haben die hier gemacht? Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Und die verraten deine Position hoch 10 hier. Was? So. Ich habe die Tür aufgelassen, ne? Schlagstock. Hä? Ach, schon wieder 45er. Himmel, Herrgott. Da will ich schon reingucken, ne? So. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht mit dem Coronavirus. Also von meiner Arbeit her ist es richtig krass, muss ich sagen. Wow. Da hat er mich wieder richtig... Boah, hat der viel HP abgezogen. Wunde versorgen. Polizei, Zombies in der Polizei, Überraschung. Oh nein, oh nein, oh nein. War ich so schlau, hab die Tür zugemacht? Oh, mir erschrocken ist. Oh, da kommt eine ganze, da kommt gefühlt eine ganze Horde. Mann. Okay, ich hätte das weiße Shirt mitnehmen sollen. Aber ich meinte eher so, hier so einen weißen Hoodie. Oder besser gesagt, einen cremefarbenen Hoodie. Das mache ich jetzt aber. Auch wenn der nicht weiß ist. Aber auf der Suche nach Kleidung macht das ja Sinn, dass wir uns ein bisschen erweitern. Habe ich das schon? Ja. Ich vergesse das immer. Also wir haben ordentlich was vor der Tür stehen hier. Weihnachtsmann-Outfit ist absolut nein. Ein doofer weißer Hoodie, das wär's. Wieso habe ich denn Patientenhose an? Oh, hat mich schon wieder erschrocken. Ach, scheiß auf die Patientenhose. Okay, geht's jetzt runter. Ich war doch so schlau und hab die Tür zugemacht. Ja. So, ich habe Angst, dass es Polizeizombies sind. Aber ich kann die gar nicht mehr ordnen. Mein Headset fällt schon auf, oder was? Oh, der hat was Weißes an. Aber erstmal warten. Als toter Zombie tarnen. Was hat der denn da an? Das sieht doch schon mal interessant aus. Taktischer Pullover. Sauber machen. Jetzt habe ich das Nähzeug im Auto gelassen, ne? Ich bin so ein Held. Das wäre genau das, was ich gerade tatsächlich suche. Okay. Wir haben Schrotgewehrmunition ohne Ende. Also, was heißt ohne Ende? Wir haben aber einiges. Ein schöner, heller, taktischer Pullover wäre jetzt was Feines. Den Rucksack hier in hell gibt's ja nicht, ne? So. Ja, jetzt habe ich keine langen Waffe. Das ist also keine Waffe für eine längere Entfernung und für eine größere Entfernung. Das ist vielleicht auch nicht so klug. So, und ich finde das mit den Reparieren und Nähen und, also was ja Reparieren ist, finde ich irgendwie ziemlich geil. So, mein Erinnerungsvermögen sagt mir, dass da meine Garage ist. Wir waren eben hier im Krankenhaus. Und dahinter kommt die Garage. Tada! Ich habe sie gefunden.
habe, glaube ich, jetzt schon was Gutes gefunden. Machen wir ja schon fast so ein bisschen happy. Open Inventory. Das werfen wir mal hier rein. Das werfen wir mal hier rein. Die ganze Munition. Ich habe hier nicht zufällig eine Glock drin, ne? Das Magazin habe ich. Eine Block, meine ich natürlich. Ja, fuck. Kekse. Ersatz-Nachtsehgerät, da freue ich mich sehr drüber. Können wir mitschleppen, Scheiß, die ist eh leer. Obwohl, die können wir uns gleich voll machen, Blödsinn. Die brauche ich auch nicht mehr. Ein Silencer, dem Guten. Und dann nehme ich mal ein Medikament einnehmen. Gut. Dann legen wir noch an der Seite die Kalaschnikow. Die hat jetzt auch keinen. Och, die klein. Das ist eine AK-47 engraved, genau. Was ist mit der Schulterschütze passiert? Damit wir nicht so dolle überladen sind. Achso. Und natürlich das Nähzeugs. Da ist es. Und das Stück Seife. So. Also Wohnsiedlung und sowas. Da findest du natürlich. Zeig mal, wo laufe ich denn gerade hin? Ich muss da lang. Oh yeah, damit die Steffi gut riecht. So, Garage ist zu. Da haben wir den Fluss. Da können wir reinhüpfen und ganz schnell reparieren und waschen und mal schauen, wie das Outfit denn so aussieht. Wie gesagt, das rote Halstuch. Das ist scheinbar auch gar nicht so ein Halstuch, was man so sau oft findet. Wo geht's denn hier runter? Da. So. Ich hoffe, wir haben hier unsere Ruhe. Repair all. Dann die Zwangsjacke ist leer, dann kann die auch hier im Wasser rumfliegen. Waschen kannst du nämlich nur. Doch, kannst du auch. Okay, perfekt. Das ist ein richtig schöner weißer taktischer Pullover, genau wie der Plan war. Aber der schwarze Rucksack ist natürlich jetzt doof, ne? Was mir an Corona noch so, was ich noch so krass finde, ist einfach dieser Einschlag ins eigene Leben, ne? Was man jetzt alles so einbußen muss. Nicht nur ich, alle Menschen und Kinos, Bars, wie sollen die ihre Mieten bezahlen, ne? Auch wenn der Staat sagt, der fördert das oder der schützt die und will das machen, aber das wird doch nicht alles auf Anhieb funktionieren. Zeig mal, wie siehst du aus? Oh, da kommt das rote Halstuch noch drum und dann ist das schon ein geiles Outfit. Was hat sie da in der Hand? Die Seife, okay. Erstmal altes Gammelwasser reinmachen. Zombiebrühe. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Ja, mehr weiße Kleidung. Vielleicht gibt es noch einen schöneren taktischen Pullover. Und der hat aber immerhin ein Slot. Scheiße. Der Baumwollpulli, den gibt es ja auch noch. Der wird nicht so anziehend drin sein. Vielleicht habe ich ja zu Hause noch was. Muss ich mal abchecken gehen. Die anderen Garagen. Checken wir mal ab. Ist alles auf jeden Fall zu. Up and go. Ab in der Tasche damit. Diese bescheuerte Hippie-Kleidung, ne? Ich trink's nochmal. Oh nein.
Ich trink's noch mal. Also heute Abend bin ich wieder im Discord. Also wer Lust hat, mit mir zu quatschen, der soll einfach mit dem Discord kommen. Immer so gegen, ja, 7, 8, 9 Uhr. Kommt immer drauf an, wann ich dann, nicht Zeit habe, das sieht irgendwie komisch an, wann ich dann halt da bin. Das ist immer ganz lustig. Ich bin gerne mit der Community am Quatschen. Ist auch immer viel Blödsinn dabei, ne? So, das ist das falsche Haus. Ich weiß genau, wo ich bin. Ich habe voll die Orientierung. Kondomag steht auch noch im Wasser. Holen wir uns auch. Denn unser Wasser ist jetzt bei 84%. Das ist gut. Habe ich die Flasche Wasser jetzt eingesteckt? Nee, ne? Ein Kondomag gegenüber eines Kondomags. Also was für ein Blödsinn. Das ist wie in Aldi neben den Lidl, ne? Also sowas werde ich mein Leben nicht verstehen. Aber wir müssen sehr viel trinken, damit wir sehr viel Pipi machen. Das ist wichtig. Aber wenn dann nur Wasser. B2. Das ist soweit. Schade. Direkt beim Airfield. Das hat jetzt ein Zombie gehört irgendwo. Das kann nicht wahr sein. Im Gebäude. So. Boots. Die pinken Boots sind natürlich ein schönes, markantes Merkmalchen für die Steffi. Das wird sie, die pinken Boots wird sie dann immer versuchen, immer anzuhaben. Natürlich wird sie nicht immer schaffen, die zu besitzen. Obwohl wir haben ein paar auf Lager, aber muss ja auch erstmal wieder zum Lager kommen, ne? Hier brauche ich eigentlich gar nicht reinschauen. Hier so Waschmaschinen, da findet man ja mal was Schönes. Habe ich ja was Rotes gesehen, habe mich schon wieder gefreut. Der Supermarkt. Und hier stehen auch oft Zombies rum. Vor meiner Hütte. Zwei Waschmaschinen sogar. Vielleicht sogar eine Wäscherei. Aber eine ganz schön lahme Wäscherei mit zwei Waschmaschinen. So, der Waffenladen, den wollen wir natürlich nicht auslassen. Da ist zu Hause. Und dann gucken wir da mal in die Kleidung rein. Was wir da an heller Kleidung erwischen. Vorsicht wegen Minen. Stadt scheint sehr ruhig zu sein. Oh, geil. Auch schön. Der Hunter. Ich höre schon wieder einen Zombie brummen. Ich bin so ein bisschen Fan von der Pistole geworden, muss ich sagen. Vor allem, wenn die Schall gedämpft ist und eine Taschenlampe dran hat, dann. Ach, guck mal, das ist er sogar. Aber die haben wir schon dran. Ich finde den Waffenladen immer mega gut sortiert, muss ich zugeben. Der hat echt immer geilen Loot. Eine Weste, aber wie gesagt, das soll alles so hell wie möglich sein. Mein Gott, was für ein krasser Loot. Oh nee. Was? Hier war gerade noch ein Magazin, ich habe es ja gesehen, aber wo war's? Oh, was? Noch eins auf Ersatz. Sehr geil. Da kann man nie genug von haben. Na, also wenn ich mal ganz viele habe, dann mache ich natürlich Community-Verschenkung. Schnell rein. Ich glaube, der Warnhinweis ist entfernt worden von den Entwicklern, dass man eine Mine in der Nähe hat. Das heißt, wenn man eine Mine in der Nähe hat, wird man einfach explodieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe. Öffnen, da fehlt doch was. Das ist wahrscheinlich nur ein Anzeigefehler. So, ja, machen wir mal alles in der Sortierung. Zippo. Kompassseife brauche ich noch. Die Pistole hat nur Schuss, sehe ich gerade. Flakes. So, den Rest schleppe ich wieder weiter mit. So, Kleidung, Nahkampfkleidung, da. Irgendwas Helles, ich sehe nichts Helles. Einen weißen Schlüppi. Trainingsjacke, guck mal, die zum Beispiel in weiß. Das wäre natürlich schön. Die ist natürlich jetzt eine dunkle Trainingsjacke. Eine Regenjacke habe ich noch dabei, sehr gut. Schade, schade. Nahkampf. Das tun wir hier mit rein. In der Block. Da ist er tatsächlich. Ich habe sogar eine Block. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Weil wir jetzt ja die Pistol haben. Ne? Guck mal, Schrotgewehre haben wir auch noch tonnenweise. Sogar die gute. Und das wirklich nicht zu wenig. Heidewitzka. Man, da könnte ich glaube wieder am Flohmarkt aufmachen, bald, wenn das so weitergeht. Hier, das lassen wir mal hier. Da haben wir ganz viele Ninja-Sterne irgendwann mal gesammelt. Hier sind auch noch welche. Und eine Igel habe ich auch. Kleidung, Reparatur, Waffen. Ich habe meine Engraved verbummelt. Ne, die habe ich im Auto getan. Boah, Gott sei Dank. Und hier ist noch Naschi drin. Was ist das denn für ein schäbiger Pilz da? Schopftintling. Das hört sich aber nicht gesund an. MAEs. Gehen mir langsam zur Neige hier. Alles, also geht alles im Arsch. Aber da gehört es ja gar nicht rein, ne? So, also weiß sind wir schon mal angezogen. Waffen, Sniper, Munition, Anbauteile, Anbauteile. Jetzt wäre es vielleicht interessant. Gibt es überhaupt einen M16-Suppressor? Ich weiß es gar nicht mehr. MP5-Suppressor, SWD-Suppressor. Ne, SWD, habe ich noch eine SWD? Das ist ja absolut Mangelware geworden, das Ding, ne? Es gibt keine SWDs mehr, gefühlt. Und ich habe keine K98 mehr auf Lager. Aber für Munition en masse. So. So ein bisschen sortiert, ne? Boah, habe ich viel Schrotgewehrmunition. Okidoki. Das ist ein MK. Munition, Waffen. Ja gut, ich habe aber wenig Magazine, wie ich gerade sehe. Gut, weiter geht die Reise. Suche nach heller Kleidung. Ne? Darf ich wieder alles öffnen? Verschlossen? Ich weiß nicht, wo sind... Ich habe 3 goldene Schlösser drin, aber ich bin mir 100% sicher. Haben wir extra noch investiert. Maschine erstmal weg. Auf der Suche nach einer wunderschönen Kleidung. Was haben wir hier? Der Nerdladen. Na, hier wollte ich ja nicht reingucken. Was auch immer das hier für Shops sind. Ach, das ist die Apotheke, alles klar. So. Und dann wird die nächste Tür der Waffenladen sein, hier. Wo man dann auch ganz, ganz elegant von hinten dran kommt. Ich müsste eher durch Wohngebiete, ne? Nicht durch Industrie. Wie macht man denn die Lampe eigentlich nochmal an? Das macht man ja einfach nie, ne? Bin ich nie gelandet. Ach, so schwer einzuschätzen, ob die in Gebäude drin sind oder ob die
Schwierig. Ja, hier scheint es ein bisschen wohnlicher zu werden. Was sagt denn der Ram? Alles gut. Wir suchen ja einfache Dinge, ne? Guck mal hier, die nehmen wir erstmal mit. Schwarz-weiße Handschuhe. Ich weiß nicht, ob es weiße Handschuhe gibt. Pfirsichkompott. Mm. Heidewitzka. Hä? 5 auf 15 gibt 18? Das perfekte Outfit. Das hat auch Slots, ne? Das sieht man ja kaum. Das ist ja nicht schlimm. Na, da ist er wieder. Das ist die Trainingsjacke. Der taktische Pullover. Ich weiß nicht. Oh Mann, das ist schwierig. Man muss halt das Richtige finden. Das ist das Blöde. Nur die richtige Farbe. Na, wir sind nicht durch. Okay, Pistole haben wir jetzt ja ein bisschen. Bin ich jetzt wieder gelandet hier? Verdammt. Was ist das, ein Laden, wo man nur auf Toilette gehen kann? Oder was soll das darstellen? Na gut, hier waren ja auch Regale. So, da habe ich durchs Fenster aber gesehen, ne? Ach, scheiße. Müll brauche ich nicht durchsuchen. Das ist ja Müll. Alter, was ist das denn für ein Fernseher? Was bist du? Salz. Nee, lass mal lieber. So. Hotpants tauschen wir aus gegen die anderen Hosen da. Wo sind die jetzt gelandet? Weil Hotpants echt einfach cooler aussehen. Ein weißer Hut, aber Steffi trägt keine Hüte. Und jetzt diese komischen Polster an der Ellbogen. So voll blöd, das Ding. Ich will ein cooleres haben. Oh, was ist das denn für ein ordentlicher Dachboden. Ein Blatt Papier, das ist ja nix. So. Wo will ich hin? Wo war ich noch nicht? Am Friedhof? Nö. Wir laufen Richtung Osten. Ist das da, wo ich jetzt... Ja, da kam ich ja her. Aber da sind die Wohnsiedlungen. Genau, das wollte ich lang. Wir haben so ein bisschen raus aus der Stadt und dann ein bisschen Abenteuer erleben gehen. Was auch immer das hier ist. Nichts. Ich habe Hunger. Okay. Gucken wir uns doch mal um. Blei, nee, gar nicht, das ist Metall. Wow, hier ist ein schöner Teppich. Was steht denn da? Ja, den gönnen wir uns doch. Den gönnt sie sich. Und mit Glas. Lecker. Mh, yum. Ein bisschen Erfolg will ich aber haben. Also noch ein bisschen weißes Zeug will ich schon finden. Nein. Und am liebsten dieses rote Halstuch. Ne? Das wäre toll. Die Handschuhe haben wir sogar schon gefunden. Habe ich die Pistole? Ja, habe ich. Wo ist er denn am Rumbrummen? Der Brummi. So, heute Abend will ich, wie gesagt, vielleicht ein bisschen mit aufnehmen, während ich im Discord-Sprachchannel bin. Könnte wieder ganz lustig werden. Und keine Sorge, kein Chaos, nein.
ernsthaft. Lass mich ein klein wenig Erfolg haben, Spiel. Ein klein wenig. Nein, Pimmelwärmer und ein Bogen. Noch eine Etage. Ist das wieder nur ein Dachboden oder? So ein riesen Wohngebäude, ne? Also wenn da hier zwei Spieler umher latschen, treffen sich doch nie im Leben. Obwohl man hört ja den anderen Spieler. Da wird auch ordentlich gekeift wieder, ne? Nein, das ist wieder voller Natrium wahrscheinlich. Butter. Aber der hatte eine wunderschöne Sicht auf dem Friedhof hier. Der hier gewohnt hat. Leuchtspur. Leuchtgeschosse. Leuchtspur. Ja, merkt. Nach müde kommt doof. Habe ich ja schon oft genug gesagt. Und alle haben denselben Defekt an ihrer Waschmaschine. Das ist irgendwie gruselig. So. Ah, ich bin nicht zufrieden mit den Scheißpulli. Wir haben was Weißes gefunden. Ja, juhu, aber... Vielleicht sollten wir doch Zombies eher jagen. Können wir hier finden. Ein gelber. Ja, die Regenjacke, die sieht auch nicht so schön aus, finde ich. Auch die weiße nicht. Was ist das Rote denn nochmal da? Ich weiß es nicht. Menge Matratzen. Boah, komische Grafik hier. Käse? Nein. Steffi ist jetzt auf strenger Diät. Upsa. Oh, ein schöner Balkon. Ach Leute, wenn man einmal was sucht. Also nähen können wir hier eine Menge. Also am besten wäre wahrscheinlich Zombies abfarmen. Und gucken, ob die weiße Kleidung tragen. Oh, da sind wir aber schon durch. Komme ich jetzt von da oder von wo komme ich jetzt? Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, von wo ich komme. So, hier lang. Aber Zombies so abfarmen hört sich ja leicht an. Aber die müssen erstmal da sein. Das ist das Problem. Huh. Das sieht irgendwie ordentlich aus, ne? Na, tolles Weihnachtsmann-Outfit. Ich will weiße Kleidung. Und das rote doofe Halstuch. Da hatte ich nochmal eine Unterhose. Ist dieses ja Schemack, so heißt das Ding, ja? Ist das ein militärisches Item oder sowas? Das finde ich irgendwie immer nur Militär-Items. So, hibbelige Steffi heute, ne? Haben wir schon an. Haben wir schon an? Der Lederranzen, den finde ich auch sehr oft. Oh. Wer hat das nach hier oben getragen? Welche arme Sau. Knickknackwerkzeug. Knickknackwerkzeug ist immer gut. Und hier ist leergeräumt. So. Ja, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Für wenig Erfolg, ja. Ja,
Ich habe ja gelesen, dass schon einige das rote Ding da gefunden haben, aber wo brummt denn der Zombie hier rum die ganze Zeit? Rechts von mir. Oh, guck mal hier. Das war mal ein Einbruch, wa? Geil. Sunglasses? Oh, Klimaanlage. Die will ich in Wheeler-Farben. Taktischer Pullover. Aber das ist die falsche Farbe. Außerdem wollte ich ja keinen taktischen Pullover haben. Ich habe ihn jetzt an. Erstmal als weißes Outfit. Aber ich will dieses rote Handtuch. Nein. Aber ist gerade schon hier drin? Nein. Oh, geil. Die will ich ja trotzdem haben. Die Peggy. Pants, nenne ich sie einfach mal. Von El Bundy. Das ist auch ein Möbelstück, das ich so noch nicht gesehen habe. Ich habe eine Menge Kleidung gefunden, ne? Bis jetzt schon. Nur nicht das, was ich suche. Schade. Zap. Oh, was ist denn hier, ey? Haben sich alle als Weihnachtsmann verkleidet? Sind hier 300 Weihnachtsmänner rumgelaufen? Schon wieder der Lederranzen? Küche juckt mich gerade nicht. Wie sieht es denn aus mit Pipi machen? Musst du nicht mal wieder Pipi? Wasser 115%, was ich sehr feier. Oh. 80 Schränke und nur Müll. Auf und zu mal checken, ob ich die Pistole noch equipped habe. Weihnachtsoutfit. Alter, was ist das für ein Mikrogeschäft? Was sollte man hier verkaufen? Das ist Büro größer. So, ja. Zombies mit weißen Kleidungsstücken. Die sind vielleicht interessant. Aber dafür müssen wir sie erstmal finden. Wir werden hier Zombies. Ich wurde angeschrieben von Tankern, habe ich gerade gesehen, aber ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Jetzt laufe ich immer noch östlich. Ist das einfach quer durch die Stadt? So. Das richtige Outfit für die richtige Lady. Rote Handschuhe, das wäre natürlich auch ein bisschen episch mit dem roten Halstuch, oder? Dann haben wir pinke Stiefel, rote Handschuhe und ein rotes Halstuch um. Ah, kleiner Erfolg schon. Und dieses Outfit müssen wir natürlich dann immer wieder neu finden und immer wieder sicherstellen, dass wir das immer wieder haben, ne? Für Steffi kann sich nichts teleportieren. So gut wie 23 Spiele. Das ist mein Haus, ne? Hier wohne ich. Oh, Airdrop. Ach, Quatsch, guck nicht im Kühlschrank, bringt doch nichts. Da findest du nichts drin zum Anziehen. So. Ganz aufgeregt, sucht er nach dem roten Hals. Irgendwann werde ich es finden. Irgendwann wird sie es in ihren Händen halten. Aber ich habe eher so die Vermutung, dass wir uns das erschießen müssen an den Zombie. Oder, hat mich schon gefreut, da war was Rotes. Oder tatsächlich eher im Militärgefilden finden. Aber das war vielleicht keine gute Idee. Was soll ich denn jetzt hier oben? Komme ich da wieder rein? Ja, boah, Knister-Knaster. So. Wir haben ja genug Wohnsiedlungen hier. Irre.
Also eher, ich denke eher, dass wir diese Schemax oder Schemack, wie der Ding heißt, im Militärgefilden finden. Das ist hier bisher, obwohl wir haben, ja klar, wir haben ja welche gefunden, aber da war ja auch Militär. Loot. Verschlossen. Und ich kann es öffnen. Das ist doch nicht meine Wohnung hier, oder? Verwirrend. Hundert Money! Das ist aber verwirrend. Warum darf ich das wieder öffnen? Was ist wieder los in Scum? Verschlossen. Aber da war ja nichts drin. Hier geht's auch. Ist das irgendwie ein Bug, weil das dieselbe Wohnung ist oder sowas? Du bist nicht im Haar, oder? Bin ich jetzt so verwirrt. Graf. Graf, ich komme einfach bei dir in eine Wohnung rein. Hat er ja was gehabt. Umpa Lumpa. Na, die klaue ich dir, wenn ich hier schon einfach so rein kann. Was hast du denn noch so Leckeres? Guck mal, eine SWD hat er noch drin gehabt. Ah, oh, hier ein grüner, ey. Warum hast du keinen roten da drin? Hä? Was spendieren wir denn zurück? Chris Nähzeug hier. Ein grüner Schemack. Essen. Ich hab dir die weiße Weste geklaut. Weil er so nett ist und für mich immer alles sortiert, beklaue ich ihn dann einfach mal eiskalt. Weil ich einfach mal so wieder in jede Bude reinlaufen kann. Aber das klaue ich nicht. Skurril, oder? Das ist ja wieder mal. Das ist ja mal wieder ein super seltsamer Bug. Steffi hat absolut null Adminrechte. Die darf hier nichts spawnen, machen oder tun. Das heißt also, sie kann nicht einfach Buden öffnen. Also das kann man als Admin auch nicht. So, dann werden wir uns in der nächsten Folge oder heute Abend, in der ich dann aufnehme, was ja die nächste Folge wäre, dann wohl mal wieder zu irgendeinem Bunker begeben müssen, wa? Um Loot zu sammeln. Denn diesen Schemack findet man hier einfach nicht. Also ich habe bis jetzt noch nicht einen einzelnen gesehen. Außer jetzt gerade beim Graf in der Kiste. A3? Ach, ganz unten. Leuchtpistole kann man immer gebrauchen, ne? Lecker Käse. Was ist das denn für eine komische Wohnung wieder hier mit den ganzen Kartons? Oder Kisten, besser gesagt. Bist du Pflanzenöl? Ob das ungesund ist, das zu trinken? War Öl nicht Vitamin E? Wenn ich das mal merken könnte, dann wäre ich richtig gut. Komm, alles trinken. Steffi haut sich eine Ladung Pflanzenöl rein. Zum Schluss der Folge. Das gibt bestimmt Diarrhoe. Und sie scheißt hier um die Wette. Drei, 1308 Natrium bleibt. Trink doch. Als ob man das trinken könnte. Boah, guck mal, Vitamin E. Gucken, ob das irgendwelche Nachwirkungen hat. So.
So. Komische Wohnung. Hey. Hier ein Let's Player gewohnt. Rotes, aber das war falsch. Oh. Nein, wie geil ist das denn? Hä? Was soll Repair Order sein? Mein Gott. Der ist aber auch nicht weiß, aber der ist auch dreckig, ne? Laut Bild ist der knallweiß. Und der hat auch mehr Slots. Ja. Das nehme ich trotzdem mit hier. Hä? Macht aber was drin, ne? Leichter Erfolg, immerhin. Kack drauf da. Okay. Letzte Bude. Zack. Messer ist auch wieder in Schuss. Und dann brauche ich noch das rote Halstuch. Und dann bin ich ja eigentlich safe, ne? Obwohl jetzt ist er eher grau anstatt. Ne, dass das. Die Weste ist ja auch nicht weiß. Aber wer weiß, wie in welchem Zustand die ist. Die ist auch nass. Mal schauen. Okay, in der nächsten Folge wird's spannender. Wir machen erstmal ein Poiskin hier. Und ich sage danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Mann, das andere war weißer, ey.